Was sind erneuerbare Energiequellen? Erneuerbare Energiequellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Energie aus nachhaltigen Quellen gewinnen, zum Beispiel Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme und so weiter. Im Gegensatz zu nicht nachhaltigen Energiequellen wie zum Beispiel Öl, Gas oder Kohle verbrauchen sie sich nicht, da sie auf schnell regenerativen Quellen basieren. Klimatechnisch sind erneuerbare Energiequellen interessant, da sie im Gegensatz zu fossilen Energiequellen einen sehr geringen bis gar keinen CO2-Ausstoß haben. Warum braucht man erneuerbare Energiequellen? Die Menschen sind heute mehr denn je von Energiequellen abhängig. Bei der Erzeugung von diesen haben wir Menschen in der Vergangenheit jedoch hauptsächlich auf fossile Energiequellen wie Öl oder Kohle gesetzt. Die Energiegewinnung aus solchen Quellen führt jedoch zu einem hohen Ausstoß an Treibhausgasen und basiert auf Ressourcen, die wir schneller verbrauchen, als sie sich regenerieren. Dies führt langfristig dazu, dass diese Ressourcen eines Tages verbraucht sind. Wenn die Menschen auch in Zukunft noch genügend Energie haben wollen, ist ein Umstieg auf erneuerbare Energiequellen notwendig. Zudem haben erneuerbare Energiequellen meistens einen sehr niedrigen bis gar keinen CO2-Ausstoß. Dadurch unterstützen diese Energiequellen den Klimawandel nicht. Deshalb ist es empfehlenswert, so früh wie möglich auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen. Atomkraftwerke. Sie erzeugen große Mengen an Energie unabhängig von Umwelteinflüssen und stoßen dabei kein CO2 ab. Abschalten und Wiedereinschalten eines Atomkraftwerkes ist jedoch problematisch und die Strahlung, die Atomkraftwerke abgeben, ist schädlich für die Umwelt, sie ist lebensgefährlich. Wasserkraftwerke. Wasserkraftwerke sind sehr gut für Spitzenstrom geeignet und fungieren auch als Energiespeicher. Ihre Energie ist erneuerbar und es wird kein CO2 ausgestoßen. Allerdings wird Wasser benötigt, deshalb kann man diese Methode, die sehr effizient ist, nicht in allen Staaten der Erde anwenden. Kohlekraftwerke. Sie erzeugen Unmengen an CO2 und die Kohlevorkommen auf der Erde sind begrenzt und werden irgendwann auch einmal aufgebraucht sein. Sie sind böse. Solarenergie. Solarenergie ist von Umwelteinflüssen abhängig, erzeugt jedoch moderate Mengen an Energie. Verwendet wird sie sehr viel in näher am Äquator gelegenen Ländern wegen der dort höheren Produktivität, doch auch bei uns trägt sie einen kleinen Teil zur Energiegewinnung bei. Windkraftwerke. Windkraftwerke erzeugen moderate Mengen an Energie und sind abhängig von Umwelteinflüssen. Die von ihnen erzeugte Energie ist erneuerbar und es wird bei der Energiegewinnung kein CO2 ausgestoßen. Fusionskraftwerke. Sie sind in der Entwicklung, falls es jedoch gelingt, mehr Energie aus ihnen herauszubekommen, als man in sie investiert, werden sie die Energiequelle der Zukunft sein. Die Sonne funktioniert auch mit Kernfusion.